Hallo, Halli hier, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic World of Xeen. Erstmal die übliche Entschuldigung. Ja, nee, es tut mir wirklich leid. Das Studium spannt mich doch mehr ein, wie gedacht. Na gut, so jetzt nicht. Also das mit der Prüfungsphase, ich dachte ja zuerst, wie ich in der Info geschrieben habe, dass ich zumindest Might and Magic durchgängig, halt, falsch, durchgängig gezeigt bekomme. Aber ist leider nicht so. Schaut euch hier nur Kommt um. halt leider vor, ist halt ein bisschen doof, aber ich hoffe, ihr versteht das. Ich mache jetzt einmal so eine Art Schnellinventar. Und dann gehen wir einfach nochmal in den Südturm. Wie gesagt, es tut mir leid, dass die Folgen ausgefallen sind und ich bemühe mich, das zu ändern. Ich werde es aber nicht garantieren können und da sage ich einfach leider. Ich hätte es halt gerne anders, aber es wird wohl nicht klappen. Deswegen, wie gesagt, ich hoffe, ihr verzeiht mir. In 2 bis 3 Wochen wird sich das dann auf alle Fälle wieder ändern. Und zwar, wenn dann halt die Prüfungen vorbei sind, halt verkaufen wollt ihr noch. Goldkurzschwert braucht keiner. Nehmen wir jetzt die Waffen. Xeentöter ist klasse, den behalten wir. Alles, was hier so günstig ist, alles unter 1000 wird verkauft. Das ist jetzt meine derzeitige Logik. Bei den Rüstungen müssen wir mal gucken. Ebenholz ist natürlich klasse, das wird auch behalten. Der Silberhelm kann weg. Bei den Stahlschildern bin ich mir nicht sicher. Obwohl, die tragen alle schon besser. Weg, weg, weg. Und Toxic kann behalten, ein Plattenpanzer kann auch weg. Und elektrisches Schild. Ja, Goldschild kann weg. Die Perlenstiefel, wir tragen eh eigentlich bessere Sachen. So, jetzt ist wenigstens wieder ein bisschen Platz im Inventar und fertig. Wie gesagt, garantieren kann ich jetzt halt erstmal für gar nichts mehr. Ne, auch wenn ich es, wie gesagt, zuerst gehofft habe. Aber man kann es sich halt nicht aussuchen, ne? Wenn man die Priorität halt, ja, mehr aufs Studium setzt, statt auf seine Hobbys. Ach, jetzt bin ich da reingelaufen. Na toll. Ah nee, und wir kämpfen einfach mal im Dunkeln. Ach, ist das schön. Ach komm. So, jetzt sehen wir wenigstens auch, was wir hier machen. Ach komm, können wir. Deswegen sind wir hier auch reingefallen. Der Schwebezauber fehlte. So, mir ist dann zum Beispiel jetzt auch was eingefallen. Ne? Ich war ja im Südturm irgendwie total bräsig. Ne? Ist vielleicht aufgefallen hier Alibabas ach so tolle Kiste. Ne? Ist ja klar. Und was gebe ich da ein? Sesam. Toll. Als ob man Alibaba da hier einfach nur über Sesam diese Höhle geöffnet hätte. Das hieß Sesam, öffne dich. Also das ist auch wirklich ein ganz grober Anfängerfehler. Wo ging es hier hoch? Hallo, da. Ne, also das holen wir jetzt nochmal nach. Ne, wir müssen ja sowieso, ich glaube hier unsere stolze Tuse ist, wo ist sie, schon wieder gealtert. 21, die hat die Bücher ja auch noch nicht gelesen, da wir da ja nicht gespeichert hatten. Wir können auch den Gong nochmal schlagen. Keiner soll schlagen? Ich dachte dreimal. Ich hatte schon gedacht. Außerdem haben wir, glaube ich, auch die Münzen hier noch vergessen. Ne, die haben wir mit. Die Truhe will keiner öffnen. Die Truhe wollen wir öffnen. Ich habe da trotzdem irgendwie Angst vor. So, Langschwert, Ringpanzer. Es ist ja nicht so viel. So, warte mal. Sesam. Öffne dich. Na klasse. Wollen die mich verarschen? So, warte mal. Speichern als, bevor ich es wieder überschreiben. Ja. Let's Play 28. Ja. Sesam, öffne dich. Arturius kann das Schloss nicht.
Ja, okay. So, ach, ich hätte eigentlich auch normal heilen können. So, Sesam. Öffne dich. Arturius kann das Schloss nicht öffnen. Ich will ja auch nicht, dass der das öffnet. Ich will, dass sie das öffnet. Sesame. Öffne dich. Okay, nee, das war jetzt zu viel für die armen Leute. Warte mal, das, so, okay. Dieses hier, dann sind die tot und doof und nee, das muss jetzt auch nicht sein. So, wo haben wir es hier? Die natürliche Heilung, die ist doch bisher unser bester Naturheilung. Zauberspruch, glaube ich. Und reicht nicht aus, um diese eine Frau hier wieder ins Leben zu holen. Minus 61. Sei halt nur 25. Ich brauche eindeutig bessere Heilsprüche. Die sollen wir auch nicht öffnen. Und das war's, ne? Ja. Was haben wir auf der anderen Seite? Erstmal ist hier genau noch einmal eine Energiescheibe. Die Frau muss trotzdem wieder da sein. Das bringt uns ja sonst nichts. So, Tagesschutz zaubern. Tageszauber und Kiste. Die soll ich öffnen. Okay. 5000 Langbogen. Warte mal. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Anlegen und ablegen. Das Saphir-Langschwert war doch besser. Ne, die müssen doch wenigstens alle wieder ihre Waffen tragen. Die nicht. Die? Ja, okay. Ich hab so doch ein bisschen, auch wenn die Köpfe sagen, so eine gewisse Grundpanik ist doch noch da. Halt, zu weit. So, da wollte ich hin. Feuer! Die halten auch zum Glück immer noch nichts aus. So muss das sein. Jo, Schnauze und weg. So, ist hier noch einer? Hallo? Ja, na. Was haben wir hier? Bett suchen. Machen wir auch. So, da haben wir Scheffel oder was das darstellen soll. Der auch nichts aushält. So, wer will ins Bett? Ah, oh. Da, guck mal, da sind ja noch... Ach komm, die locken wir einfach so an. Ja, komm, put, put. So, jetzt haben wir hier nur für Prinzenaugen. Sie ist unser einziger Prinz, dank der Sphinx. Ja, auch wenn ich dachte, dass sie alle irgendwie Prinzen geworden sind, aber Pustekuchen. So, jetzt gibt es hier natürlich nochmal massig Erfahrungspunkte. Na ja, damit die jetzt auch gleich auf 27 hoch kann, genau. Und ich habe ja auch zuerst mich drüber aufgeregt, so von 3 sind der Zauber. Ja, das wussten wir schon. Ne, dass gerade ja unsere Diebin erfahrungsmäßig voll abhaut. Bis mir wieder eingefallen ist, das Talent, das Diebstahltalent ist abhängig von der Stufe. Man fängt, glaube ich, mit, könnte man das hochrechnen, irgendwie mit Diebstahl 40 fängt man an und pro Stufe gibt es 2 Punkte drauf, deswegen sind wir hier bei 92. Aufgrund dessen muss die Diebin sozusagen relativ schnell hohe Level erreichen, da zum Beispiel, wenn man jetzt im Schloss Kalindra mit den Saves, die mal wir da ja gesehen haben, da braucht man zum Beispiel einen gewissen Skill für. Und ich glaube, man braucht, es gibt noch irgendwie andere Saves, wie auch immer, wo man teilweise halt, nee, da will ich gar nicht lang, egal. Dass man halt teilweise sogar bis zu einem Diebstahlskill von 150 und mehr braucht. Generell auch teilweise an anderen Stellen in dem Spiel. Und deswegen muss dafür ja unsere Diebin schon ein Level von über 50 erreicht haben. Und das stellt sich ja nicht als so einfach dar. So, jetzt haben wir hier... Die nächste Frage ist, wohin gehen wir jetzt? Ich dachte mir, ich versuche, gehe jetzt einfach mal hier den Weg lang. Frage mich, was hier rumliegt. Ihr findet einen Smaragdgriff. Ach, guck mal. Ich weiß zwar nicht mehr... Mist. Wo ich für den hin muss. Aber das lässt sich ja auch noch rausfinden. So, Kältestrahl.
Das klappt hier draufgehauen und los, der Magier nochmal schnell, bevor der mit seinem Teil hier loslegt. Zupf. Der. Jetzt müssen wir eigentlich mal gucken. Macht der direkt kaputt, wenn er einen getroffen hat? Ja. Scheint nicht alle zu treffen, aber sie auf alle Fälle. Oh, ganz viele Wagen. Ostturm. Irgendwas lag im Ostturm. Von den Gegenständen, die wir brauchen. War das der Stein für den Jungbrunnen oder war das einer von den... So, ich habe eine magische Halskettenmaschine. Die macht aus Edelstein magische Halsketten. Ich kann euch für 500 Edelsteine und 50.000 Goldstücke machen. Wie viele Goldstücke haben wir denn? Ach Gott, wir versuchen es einfach mal. Wer will zahlen? Ihr macht du mal. Simon von Kette. Was haben wir denn jetzt für eine Kette gekriegt? Dynamische Kette? Dynamo-Kette? Keine Ahnung, wir können das ja nachher mal in der Schmiede mal nachgucken. Ich hab dich gesehen. Oh, weg! Stirb! Lass mich in Ruhe! So. Ich verkaufe die besten Roben der Welt. Die Nachfrage ist so hoch und die Produktion so gering, dass ich leider 50.000 Goldstücke dafür nehmen muss. Wollt ihr welche kaufen? Ach, wir gucken uns mal, was für eine Robe gab's jetzt? Wahrscheinlich einfach nur Robe. Eine Diamantrobe. Ja, guck mal. Wir haben jetzt 29, Grund 10, ablegen, anlegen, 45, 26, na ja, das ist doch schon mal, ach, jetzt geht das wieder los, zaubern, neu, zaubern und, wollen wir den da, okay, zaubern. Und reingeguckt. Johanna kauft sonnengetrocknete Iguania-Innereien. Nur 100 Gold. Soll die nahrhafteste Nahrung überhaupt sein? Hatten wir ja irgendwo gehört. Also kaufen wir das mal. Und haben jetzt immerhin für 13 Tage was zu essen. Dann noch 3 Hütten hier. Na, ja, du schon wieder. Ich kann euch immer noch nicht leiden. Na, ja, jetzt habe ich auch noch den Falschen gedrückt. Ich wollte auf Zaubern gehen. Ach, nee, schwerer Sturm ist ja mehr so ein Flächenschaden, den brauchen wir nicht. Aber das Inferno zieht voll rein. Na toll, wirklich. Wie soll ich meine Arbeit machen können? Mein Vergrößerungsglas ist weg und ohne es kann ich nicht arbeiten. Könnt ihr es vielleicht für mich suchen? Ja, klar. Hey, ihr seid klasse, danke. Ja, ich weiß, wir sind grandios. Ich habe tolle Boote. Was will ich mit dem Boot? Vielleicht über diese komischen Säure- und Giftflüsse fahren? Tyro van Stiefel. Du bist Tyro, ne? Ja. Rüstung? Schädliche Stiefel. Ich weiß nicht, was es ist, aber okay. Und hier, wie wär's mit einem Qualitätsgürtel für eure Rüstung? Ach, komm, wir können ja mal... Was ist was? Schädlicher Gürtel. Da muss ich mal gucken. Die sollte ich vielleicht nicht tragen, wenn sie schädlich heißen. Und hier sieht man mal wieder eine kaputte Pyramide. Die einzige funktionsfähige Pyramide in den Darkseid ist nämlich die bei Schlossblick. Während man ja auf den Claude von überall wechseln kann. Nee, Krankheit heilen wollte ich gar nicht da. Zu wenig Spruchpunkte. Nein. Dann muss Funken herhalten. Funken? Da. So, nur ganz nur so. Und das hat auch gereicht. Und da kommt auch schon wieder einer. Ja, ich mag die Viecher immer noch nicht. Ach, Mist. Was ist ein Bestienmeister? Nichts, was irgendwie Schaden macht. Okay. Oh, hier hört es auch langsam auf mit den Spruchpunkten. 37, Feuerball kostet 38, ein Escher. Reicht. So, dann müssen wir eigentlich mal... Na, ein Wasserspeier. Aber der sah jetzt nicht so gefährlich aus. Und ist es auch nicht.
Kann ich schlafen? Angenehme Träume. Ja, danke, ebenso. Ne? So, und wieder das übliche. Das ist ja hier oben. Zaubern. Und, na. Und, neu. Und, wo haben wir den hier? Da, okay. Zaubern. So, die Wasserspeier halten nichts aus. Wir begeben uns jetzt einfach mal in Richtung Ostturm. Da sollte ja irgendetwas drinnen liegen. Ach nee, wir brauchen einen Schlüssel dafür, ne? Ihr braucht den Schlüssel. Ja, sag ich doch. Wo kriegen wir den denn jetzt her? Wohin geht's hier? Ach, in die Wüste, ne? Ja. Oh. Passkontrolle. Ein Pass haben wir auch nicht. Für die Sandstadt müsste das, glaube ich, jetzt gewesen sein. Wo kriegen wir den denn her? Ah, wir gehen erstmal einfach den Weg weiter. Hier ins Wasser will ich nicht. Ich hab dich gesehen. Stirb! Da fällt mir jetzt gerade wieder ein, wir haben die anderen natürlich jetzt mit ihrer Schrottrüstung, ne, die und Schrottwaffen und was auch immer, ne, läuft die jetzt ja hier trotzdem mit rum, ne? Na, ah, ist egal. Also die hier. Und hier, ich glaube, Inferno wäre jetzt zu viel. Der ist ja schon fast fertig mit der Welt. Ja, und das war zu wenig. Na, ah, egal. Wie sieht's jetzt aus? Rüstungsmäßig. Heile, 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 heile. Kaputt. Na, geht doch. Da ist schon wieder einer. Komm her. Willkommen. Oh, oh. Da, falschen Knopf. Und da muss natürlich jetzt doch mehr drauf. Der Feuerball. Jetzt. Was? Was? Ich verstehe das immer noch nicht. Ich verstehe nicht, warum die nicht treffen. Was haben wir hier? Schrapnell, Funken. Funken ist immer gut. Du kannst gar nichts. Du. Ach, Tagesschutz, wen juckt das? So, nochmal Funken. Und du kannst das nicht. Und du ein Feuerball. Stirb endlich! Benutzen, was haben wir denn hier? Ein Feuerball, genau. So. Funken. Du benutzt auch nochmal was, weil du kannst auch nicht zaubern. Faust. Oh, es ist doch. Zaubern und du nochmal den Feuerball. Ey, Alter. Die anderen haben doch auch nicht so viel ausgehalten. Hilfe. Naja, gut. Wir machen hier das nächste Mal weiter. Oder? So, Leutsignal. Zaubern. Setzen. Und dann. Neu, jetzt hoffen wir mal, dass das Portal noch funktioniert mit den Spruchpunkten. Portal, okay, Zauber. Kann ich mich in die Städte rein teleportieren? Nee, kann ich nicht. Ich lande ja davor. Das ist ja bei Schlossblick dasselbe. Ich lande ja vor den Städten, nicht in denen. Ja, ich habe einen Pass. Okay, geht rein. Ja, danke. Sehr großzügig. So, schlafen. Und jetzt Trainer? Nee, hier war nicht der Trainer. Der Trainer war ein weiter. Ne, weil. Nein, ihr könnt ja alle nicht, aber sie kann. Ja, ganz gut. Ne, ist euch 8 Stufen voraus, aber ist dann nun mal so. So, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielen Dank. Wie gesagt, auch vielen Dank für euer Verständnis, dass ich mich derzeit halt um meine Prüfungen kümmere. Und wenn die vorbei sind, was in zweieinhalb, ja, in ungefähr zweieinhalb Wochen, also so in spätestens 3 Wochen läuft das hier wieder garantiert in dem Rahmen, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Und bis dahin muss ich mal gucken, wie ich das mit den Folgen so hinbekomme. Wie gesagt, ich krieg das schon irgendwie hin. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis denn.
Tschüss.